Hallo, ich begrüße dich zu deinem heutigen Training. Wir brauchen ein paar schweren Kurzhanteln. Ja, bei mir sind das 4 Kilogramm. Bei dir, ich weiß nicht, wie fit du dich fühlst, wie intensiv du das Training empfindest. 3 Kilo könnten auch schon gut sein, also nicht sehr viel weniger. Wir wollen schon unsere Muskulatur möglichst intensiv stärken und auch fordern, damit es auch in dieser kürzesten Zeit sehr intensiv und somit auch sehr effektiv wird. Ja, wir haben als Muskelgruppe heute Brust und Bauch. Beide Muskelgruppen liegen im Vorderteil des Körpers. Das heißt, wenn wir hier anspannen, arbeiten die sehr oft bei vielen Übungen gemeinsam. Und lass uns erstmal anfangen, so ein bisschen aufzuwärmen. Dann gehen wir gleich an die Matte nach unten. Du stellst dich ein wenig geöffnet auf und lässt deine Schultern, deine Arme ausschwingen nach vorne, nach hinten. Mal eine weite Bewegung hier finden. Vorne kreuzen, die weit nach hinten ziehen, die Hände vom Körper weit weg. Die Schultern müssen wir gut aufwärmen. Wir brauchen unsere Arme zum Stützen nachher unten am Boden für diverse Liegestütze und auch für die Übungen mit den Kurzhanteln. Sehr gut. Nimm die Hände ein bisschen höher, die Arme also weiter an der Seite auf und vor. Kassi. Tempo auf, vor, auf, vor. Weit, weit. Acht noch. Außen, außen. Ziehen. Viermal. Diese Bewegung machen wir mit gewinkelten Armen im Butterfly. Da trifft sich vorne der gesamte Unterarm. Komm. Und die Hände, die treffen sich ebenfalls vorne und ziehen weit nach außen. Mit den Schulterblättern, die nach hinten ziehen, komm, große Bewegung. 4 mehr noch, 3, vorne bleiben jetzt, halten und kleine auf und ab. Komm, Feder hier hoch und tief, ziehen, ziehen, kurze Bewegung. Bauch gespannt, Arme weiter auf und ab, federn lassen, komm, kurze hoch und ab. Mehr zusammengedrückte Unterarme, nicht nachlassen und nochmal schwingen, komm, locker rück und vor. Du nimmst aber jetzt deine Hände an den Hinterkopf und wir machen weiter mit der seitlichen Rumpfmuskulatur, die brauchen wir für den Bauch, die müssen wir auch ein wenig warm machen und die Wirbelsäule ein bisschen mobilisieren in die Bewegung hier. Sich so ein bisschen rantasten und dann machen wir die gleich noch ein Stück tiefer. Du kannst die Füße noch mal weiter aufstellen. Seite, zieh. Jawohl, zieh hier unten 4. Komm, wechseln, andere Seite. Tief, zieh. Mit der Hand ruhig Richtung Boden. Komm, komm. Und wechseln jetzt. Zieh dich lang nach unten. Jeweils noch einmal 4. Tief. Tief, wechsel jetzt, lang und lösen. So, in der Mitte noch eine Übung, wir machen uns rund und gerade, vor, auf, Bauch gespannt, komm, zieh die Ellenbogen mit vorne zusammen, mach dich im Rücken rund, roll dich ein und auf, ein, auf, spann den Po beim Hochgehen, finde dieses Bewusstsein, immer wieder dich ganz lang aufzurichten, komm. Hoch. Dafür ist die Bauchspannung, die Po-Spannung ganz enorm wichtig. Letztes Mal und wir lösen auf. Super. Gut, dann gehen wir mal direkt schon zum Boden nach unten, wo wir auch unsere Kurzhanteln jetzt brauchen werden. Du steigst nach unten auf deine Matte. Fangen wir kombiniert im Stütz für Bauch- und Brustmuskulatur an. Du kannst deine Hanteln jetzt nutzen als Stützhilfen für die Hände. Wenn man nämlich darauf abstützt, man hat zwar so eine kleine Instabilität, aber das fordert umso mehr deine Rumpfmuskulatur. Du hast aber auch den Effekt, dass dein Handgelenk dadurch gestreckt bleibt. Ja? Also wenn man stützt, ist ja immer dieser Knick. Viele finden das sehr unangenehm. Ich sage immer, man sollte es probieren, damit man auch wirklich die Beweglichkeit im Handgelenk beibehält. Wenn es aber zu stark von der Belastung wird, dann ist es besser, wenn das Handgelenk gestreckt ist. Das macht man mit einer Faust oder auch hier im Stütz auf den Hanteln. Jetzt gehst du mit deinen Füßen nach hinten, stützt dich auf, findest jetzt eine Linie mit dem Körper, mit dem Po, mit den Beinen zum Boden und ziehst ab jetzt langsam die Knie unter dich. Ziehen. Weg.
ziehen, weg. Wir atmen aus und ein. Ran, weg. Komm. Jetzt geht's um den Bauch. Vor, weg. Vor, weg. Ran, ran. Vier noch mehr. Unter den Körper. Drei. Zwei. Stütz die Knie auf und zieh dich jetzt in die Liegestütz eng. Da ist der Trizeps am meisten mit dabei. Hoch. Komm. Tief und rausdrücken. Sollte dir das zu schwer sein, kannst du gerne auch deine Beine ein bisschen näher bringen. Beugst dich hier im Oberkörper nach vorne, dann hast du die leichtere Variante. Schwerer ist es, wenn dein Körper und deine Beine, deine Oberschenkel immer noch diese Diagonale bilden. So, nächster Durchgang. Knie ranziehen, Füße aufgestellt halten, Knie nochmal langsam. Ziehen, weg. Ziehen, weg. Atme aus, ein. Ran, schieb, weg. An den Körper, weg. Acht, komm. Sieben, hoch, lang. Hoch, lang. Vier, drei, zwei. Und nochmal Liegestütz. Auf geht's. Komm, tief, raus. Tief, raus. Tempo jetzt. Komm, spann den Bauch dagegen. Noch vier, hoch, drei, hoch, zwei, hoch. Und zurück. Einmal absetzen. Wir machen keine lange Pause, wir machen noch eine Übung in der Stützvariante. So, ab jetzt gehen hier, die Beine bleiben im Vierfüßlerstand, die Hände sind nochmal aufgestützt, die Knie heben vom Boden an und wir machen einen sogenannten Twist in dem Stütz. Die Knie drehen sich leicht rechts, links. Komm, komm, seit, seit, drehen, drehen. Gar nicht so sehr vom Boden entfernen, das heißt, die Beine bleiben recht weit unten, deine Knie knapp über der Matte. Und du spürst es, wie es seitlich in den Bauchspannung hineingeht. Ziehen, ziehen. Halte eine Seite jetzt, bleib, halte, komm. Spannung hier unten in der Seite spüren und wechseln die andere Seite, komm, halt, bleib da. Atme ruhig, wechsel noch einmal. Komm, halt die Spannung. Bleib dort, immer noch. Vier, drei, letzter Wechsel jetzt. Halte acht. Entspannung noch. Vier, drei, zwei und absetzen. Super. Handeln mal nach vorne mehr. Du stützt die Hände seitlich breit auf. Kommst mit den Knien weiter zurück, dass du da nochmal eine schräge Diagonale bilden kannst, von der Schulter bis zu den Knien. Und jetzt gehst du tief und hoch. Das heißt, wir stützen ab jetzt breit, kommen hier nach unten mit der Hüfte und dem Brustkorb Richtung Boden in die breite Liegestütz. Tief und hoch. Viermal langsam, dann kommen die schnellen und am Ende versuchen wir auch einmal noch unten zu halten. Komm, drück dich raus. Zweimal. Drück dich raus. Tief und Tempo 8 Stück. Beug, streck. Beug, streck. Viermal mehr. Komm, drei, hoch. Zwei, hoch. Bleib jetzt in deiner Position unten, halte dort und wenn du schaffst, gehst du auf die Füße. Acht, sieben, halte, letzten, vier, drei, zwei und rausdrücken. Super. So, Arme auflockern. Ja, ich hoffe, du hast die Arme schon gespürt. Die sind ja der Überträger auf die Brustmuskulatur. So, jetzt machen wir noch eine Runde in dem breiten Liegestütz. Erst langsam, dann schnell, dann nochmal halten. Und danach geht es wieder intensiver an den Bauch. Weiter Stütz.
Wähle deine Position. Du kannst gerne auch auf die Füße kommen. Wir gehen jetzt hier tief raus. Tief raus. Beugen, streck. Beugen, streck. Ich merke gerade, wir haben direkt die Schnellen gewählt. Na ja, dann machen wir halt ein paar mehr von den Schnellen. Komm, ziehen, hoch. Für die letzten noch. Nach unten rausdrücken. Drei, komm, zwei, hoch. Bleib gebeugt. Halt die Spannung. So bleiben oder nochmal gerne die Füße auch aufstützen. Und wenn du schaffst, federst du noch kleine nach. Komm, komm, tief, tief. 4, 3, 2, 1, drück dich raus. Super. So, wir lockern unsere Arme ein wenig. Die Brustmuskulatur kann man aber auch zusätzlich noch in der Rückenlage super trainieren. Auch da dann auch den Bauch. Das machen wir jetzt. Wir nutzen unsere Gewichte nochmal mit dazu, legen uns auf den Rücken ab. Leg dich ganz nach hinten. Okay. Nimm deine Füße aufgestellt mit den Fersen, Rücken in die Matte gedrückt, Bauch gespannt flach, Arme seitlich gebeugt aufgestützt. So kannst du den Kopf jetzt legen und drückst jetzt, ein Brustdrücken machen wir jetzt, aus den Armen hoch, ab, hoch, ab. Vom Körper weg in die Senkrechte. Versuch deine Arme hier kontrolliert zu strecken. Das Gewicht wegschieben. Hoch, ab. Hoch, ab. 4, 3, 2. Wenn du oben bist, hältst du jetzt und hebst deine Schulter in den Kopf. Hoch, komm, hoch. So hast du die Brustmuskulatur gespannt. Die Handeln berühren sich über dir und du trainierst zusätzlich noch den Bauch mit dem Anheben aus den Schulterblättern. Komm, nach oben. Atme aus, ein. Hoch, ab. Wegdrücken. Acht Stück mehr. Schieb dich hoch. Leg gar nicht mehr den Kopf ganz ab, auch nicht die Schultern. Bleib eher oben. Vier noch, hoch, 3, 2 und wir legen einmal ab. Kopf ab, Arme an die Seite. Die Übung behalten wir bei, das heißt das Drücken hier, das Brustdrücken aus den Armen und dann nochmal der Crunch. Wir machen nur das Tempo etwas anders. Lass deine Füße aufgestellt, nochmal hier ranziehen, die Fußspitzen, Rücken tief, Bauch gespannt, Arme in der Beugung. Wir drücken, Tempo hoch, komm, hoch, hoch, push, Tempo, komm. Bisschen kleiner wird die Bewegung, hoch, hoch. 8, weg, weg, komm, 4, 3, unten bleiben und federn, ohne abzulegen, komm. Feder hier mit den Armen. Die Unterarme sind senkrecht zur Decke gerichtet. Genau, und dann pushst du kleine hier auf und ab. Nochmal Tempo hoch, auf geht's. Komm, komm, hoch, hoch. Lange Arme wegdrücken. Immer noch. 8, 7, weg. Letzten. 4, 3. Zwei, seitlich federn, komm, kleine Federn dort. Davon müssen wir jetzt noch die dritte, letzte Runde und danach ist der Bauch wieder mehr dran. Drück den Rücken nochmal nach und die Arme geben nochmal Gas. Auf geht's, komm, hoch, hoch, lang, schieb zur Decke. Letzten 8, hoch, noch 4 mehr, lang. 3, 2 und unten, Feder, komm, kleine hier, auf und ab, wippen, 8, 7, 6, 5, 4, drück dich hoch, jetzt die Schultern mit, komm, die hängen wir direkt dazu, langer Oberkörper, beziehungsweise Arm und jetzt drück dich zur Decke, komm, hoch,
hoch. Richtig rausdrücken, nach oben, Bauch gespannt lassen. Cup, hoch. Du wechselst jetzt die Arme bzw. die Seiten, schiebst dich immer noch mal rechts mehr, links mehr nach oben zur Decke. Der Bauch soll so ein bisschen in allen Bereichen gestärkt werden. Hier kriegen wir noch seitlich den äußeren Anteil dazu. Komm, weiter noch. Hoch, hoch. Lang, lang. Acht noch mehr. Schieb hoch. Viermal weg. Drei, zwei, eins und ab. Kurze Pause. Beine ein bisschen auflockern. Super. So, intensiver geht es jetzt weiter mit der Bauchmuskulatur noch. Die Hände, da greifen wir ab jetzt nur noch eine Hantel. Die Füße heben wir an. So ist der Rücken unten mehr gefordert, diese Spannung zu halten, nach unten zu drücken. Und das kommt auch vorne natürlich vom Bauch. Wenn der super gut dagegen hält, nach innen zieht, dann fällt es dem Rücken auch leicht, nach unten zu drücken. Also denk an dieses nach innen ziehen hier. So, du nimmst jetzt einen langen Hebel mit deinen Armen nach hinten und schiebst sie von hier aus nach vorne zwischen die Knie. Komm. Rück, lang, vor, zieh. Komm. Die Beine also ein Stück öffnet, zieh jetzt hier zwischen den Knien mit den Armen vor. Lang, zurück, vor, durchschieben. Komm. Zurück, vor, durch. Mit der Ausatmung geht's nach vorne. Komm. Vor, vier, vor, durchschieben, drei, zwei noch, lang, vor, schieben und halte vorne, komm, zieh, zieh, vor, vor, komm, komm, weiter, acht, spür deinen Bauch, natürlich sind die Arme ein bisschen dabei, und die Schultern auch durch das Halten der Hantel. Letzte. Vor, vor, zieh. Noch vier, drei, zwei, eins und ab. Super. Kipp deine Knie ein wenig hin und her. Tief durchgeatmet in die Seiten und dann kann es direkt weitergehen. Auf geht's. Noch einmal Beine hoch, Hantel halten. Heb den Kopf, die Schultern an. Du kippst jetzt ein wenig die Knie hin und her und der Oberkörper weicht mit zur anderen Seite aus. Dreh leicht rechts den Oberkörper und links und Beine zur entgegengesetzten Seite. Komm. Ziehen. Ziehen. Viermal. Drei. Zwei. Auf einer Seite bleiben die Beine und dann die Hantel dort nach vorne. Auf geht's. Halt die Spannung. Die Knie sind gekippt von der Hantel weg und zieh dich hier vor. Komm. Vor. Vor. In die Spannung reinarbeiten. Vor. Vor. So, damit das etwas mehr noch hier wirkt, hebst du jetzt oder du lässt das Bein dort, wo die Hantel auf der Seite ist, dieses Bein streckt mal nach vorne und dann spüren wir ganz deutlich direkt da den Bauch mehr. Komm, vor. Mit der Hantel über das lange Bein hier nach vorne schieben, schieben. Solltest du gar nicht mehr können, setz das andere Bein ab, dann wird es direkt viel, viel einfacher. Komm, vor, vor. Schieb, schieb. Durchhalten. Acht noch, sieben, sechs. Wir wollen dieses Brennen spüren und jetzt erst ablegen. Super. So, nur noch diese Bewegung mit der anderen Seite. Beine heben, Arme dazu, Beine andere Seite, Arme andere Seite und dann geht's hier nach vorne. Komm, vor, vor. Schieb mit den Armen weg nach vorn. Du hältst durch. Du hast die eine Seite geschafft.
dann geht auch locker noch die andere. Hier jetzt noch, wenn du magst, das Bein strecken und zieh mit dem Arm, mit dem Oberkörper in Richtung deines langen Beins. Komm, vor, vor, schieb lang nach vorne, halte durch. Letzten 8, 7, 6, zieh noch 4 mehr, 3, 2, 1 und ab. Wunderbar, super, Hantel kann jetzt weg, wir gehen in den Sitz. Und machen die letzte Übung hier aus dem Sitz. Rollen den Oberkörper ein kleines Stück nach hinten. Bauch gespannt. Und die Hände jetzt vor dir verschränkt. Drehst du dich nach rechts und links. So kommen wir nochmal hier schön an die Taille ran. Dreh dich. Go. Ganz wichtig dabei, nicht jetzt hier im Bauch die Spannung verlieren und ins Hohlkreuz kommen, sonst tun wir nichts Gutes unseren Bandscheiben. Versuch dich hier wirklich einzuziehen und wenn du merkst, es lässt danach, dass du die Spannung nicht mehr aus dem Bauch halten kannst, dann geh lieber hier höher und versuch hier zu entlasten im Rücken. So, wir machen so, jeder so wie er kann, weiter, drehen den Oberkörper nochmal hin und her. Go, go. 8 Stück. Seite ziehen, ziehen. Komm, noch 4. 3, 2, 1 und ab. Super. Locker lassen. Haben wir schon genug? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir können noch eine Bauchübung machen. Eine geht hier noch. Die wiederholen wir jetzt nochmal. Weil da, wie gesagt, braucht man sehr viel Übung, dass man hier diese Spannung ausgleichen kann. Du beugst dich nochmal ein Stück nach hinten, dann merkt man, der Bauch will immer nach außen drücken. Zieh den nach innen, fest hier vorne, wie ein Brett. Dann kommt auch der Rücken so ein bisschen zurück, kann sich entlasten. Und aus dieser Position, wo du diese Spannung halten kannst, gehst du in die Drehbewegung, kontrolliert, hin und her im Wechsel. Man kann das nochmal ein bisschen intensiver machen. Jetzt haben wir ja unsere Hanteln schon in der Nähe. Wir drehen uns und können eine Hantel vor dem Brustkorb halten. Jawohl. Komm, komm, komm. Zieh, zieh, satt. Noch 8. Weiter. 7. Lächeln. 5. 4. 3. Countdown. Und auflösen. Wunderbar. Super. Ja. Puh, ich glaube, wir haben ein bisschen intensiv was gespürt. Brust war gut dabei, Bauch war intensiv dabei. Und dann denke ich mal, braucht der Körper jetzt erst wieder so ein bisschen Zeit, um sich zu erholen. Dafür nimm dir auch die Zeit. Das heißt, genau die beiden Muskelgruppen in den nächsten 1-2 Tagen einfach mal ein bisschen in Ruhe lassen. Die brauchen jetzt die Zeit zum Regenerieren oder auch sich so ein bisschen aufzubauen. Das passiert am ehesten mit Eiweiß. Nimm dir jetzt nochmal einen guten Eiweißshake oder auch eine eiweißreiche Mahlzeit direkt nach dem Training. Du weißt, die Zeitspanne gerade so innerhalb von einer halben Stunde nach dem Training ist die optimale Zeit, um da jetzt den Körper mit dem passenden Eiweiß zu versorgen. Der kann in dieser Phase ideal das Eiweiß schnell auch verwerten oder einbauen im Körper. Dann kommt es direkt am schnellsten dahin, wo wir es gebraucht haben. Heute natürlich mehr Brust und Bauch. Und somit kann die Muskulatur auch schneller wieder zusammen heilen, weil wir ja da gewisse Risse in der Muskulatur erzeugt haben. Durch das Brennen reißt es, entstehen kleine Mikrorisse in der Muskulatur. Das ist auch das, was uns den Muskelkater verursacht. Ja, also, du weißt, viel Eiweiß jetzt, Pause für diese beiden Muskelgruppen. Demnach würden in den nächsten Tagen andere Muskelgruppen folgen. Okay, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, auch wenn man sich ab und zu ein bisschen quälen muss. Das tue ich ja auch. Ich versuche es nur immer so ein bisschen wegzulächeln. Gelingt mir nicht immer, aber die meiste Zeit. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Training. Bis dann. Tschüss.